Was wäre Two Point County ohne die Massen an Touristen, die es jedes Jahr anlockt? Also das Luxusressort in Grockle Bay wäre sonst schon pleite. So viel ist sicher. Ebenso all die Krankenhäuser, die sich auf exotische Krankheiten spezialisieren. Ich schätze, was ich sagen will, ist Danke an all die Besucher, die uns ihre Viren aus der ganzen Welt mitbringen. Jeder, der schon einmal Zeit an einem schweißtreibenden und ungemütlichen Strand verbracht hat, weiß, was er von einem Ort wie Sweaty Palms zu erwarten hat. Aber dieser Badeort bietet dem lebensmüden Gast den zusätzlichen Reiz, sich im Schatten der spuckenden Nora zu befinden, einem schlafenden, aber dennoch jederzeit zum Ausbruch neigenden Vulkan. Von den regelmäßigen Erdbeben in der Gegend ganz zu schweigen. Kurz gesagt, ich schlage vor, Sie bauen Ihre kleinen Sandburgen woanders. Guten Morgen, Pebbly Reef, wo gerade die Einwohner der paradiesischsten Ecke des Two Point County von der Morgensonne begrüßt werden. Moment, wie war das? Oh, wie sich herausstellt, befindet sich das gesamte County in der gleichen Zeitzone. Nun, dann guten Nachmittag, Pebbly Reef. Weiter geht's mit Musik. Okay, das wären offenbar die neuen Herausforderungen, die uns zur Verfügung stehen. Oder ist da noch eine? Okay, wir haben offenbar auch noch einen Brief erhalten, deswegen lesen wir ihn doch mal durch. In Ordnung, Giles. Ich diktiere jetzt einen Brief. Hören Sie zu? Ja? Ich rede nämlich gleich. Giles? Giles? Okay, los geht's. Sehr geehrter Giles, fügen Sie bitte Namen ein. Ich hoffe, es geht Ihnen gut, etc. pp. Ich hege reges Interesse an der lebensspendenden Quelle, die angeblich auf Pebbly Island existiert. Meinen Untersuchungen zufolge kommen drei Gebiete als möglicher Standort in Frage. Leider gibt es auf der Insel neben diesem Wunderwässerchen auch einige sehr ernste Krankheiten, die auf dem Festland nicht anzutreffen sind. Sie werden die Ehre haben, diese Orte in Vorbereitung auf unsere Ankunft zu sterilisieren, indem Sie dort ein paar vortreffliche Krankenhäuser richten. Im Gegenzug erhalten Sie die Chance, Teil des großartigen Durchbruchs in der Geschichte der Heilkunde zu werden. Natürlich komme ich auch, auch für Ihre Spesen auf. Wir beginnen mit der Suche in Pebbly Reef. Dann eine passende Floskel zum Abschied. Und was gibt's zum Mittagessen? Giles? Giles, warum schreiben Sie noch? Giles? Giles! Wiki Silverbottom. Ach, es ist manchmal so schön, schlechtes Personal zu finden. Ich weiß nicht, ist das hier scheint dann das Add-on zu sein. Und das hier könnte noch normales sein, ne? Deswegen gehen wir erstmal die normalen Dinge an. Der Rest, der kommt später. Aber ich freue mich schon, wenn es hier in die Stadt geht. Da hätte ich Bock drauf. Aber erstmal gehen wir mal Grockle Bay an. Touristen schleppen gern allerlei seltsame Krankheiten in dieses sonnige Städtchen ein. Ich glaube, hier muss eher gekühlt werden dann. Aber das sehen wir ja dann, ne? Gucken wir uns einfach mal an, was es so in Grockle Bay gibt. Krankenhaus von Grockle Bay. Willkommen in Grockle Bay. Der Ort ist eine wahre Touristenhochburg. Mach dich bereit, von verkeilten Urlaubern überrannt zu werden, denen die Hitze im Süden nicht bekommt. Wir würden empfehlen, schnellstmöglichst eine Klimaanlage zu installieren. Das klingt nach einer guten Idee. Und es gibt hier... Warte mal, ist das... Ah, ne, das sind einzelne Grundstücke. Es ist sehr interessant. Also dieses Gebäude hier wird schwierig zu bebauen, auf jeden Fall. Das hier auch so halbwegs. Aber hier diese großen Dinger, die sind echt pures Gold wert. Und auch das Hauptgebäude, was wir hier haben. Und auch dieses ganze Drumherum, das ist schon ziemlich geil, muss ich sagen. Damit können wir hoffentlich was anfangen. Ah, das wollen wir doch mal gucken. Wir können diesmal wieder eine professionellere Aufnahme errichten, glaube ich. So ist die Frage, wie machen wir das hier am besten? So, wir machen hier so. Da so und ist.
Dann machen wir hier noch so eine Klappe. Irgendwo ist denn, wo kriegen wir die Katzenklappe unter? Gar nicht offenbar. Das ist natürlich schlecht. Das ist sehr, sehr schlecht. Ah gut, dann haben wir einen Vorteil. Wir kriegen jetzt zumindest die Mini-Aktenschränke unter. Ah, machen wir hier mal Klappe, ne? Klappe zu, Affe tot. Geht auch alles. So, zack, haben wir zumindest eine ausreichende Aufnahme gemacht. Und dann, was brauchen wir auf jeden Fall? Natürlich die guten alten Arztpraxen. Ohne die geht gar nichts. So, kriegen wir schon hier irgendwie gewuppt. Arzneischränke, ja, immer her damit. Wobei, nee, die machen wir hier lieber hin. Da, wo keine Sonne scheint. So. Da kriegen wir die sehr schön hin. Oh, machen wir hier noch einen hin. Eine Lampe, ja. Das muss ja auch schön aussehen. Ah, nee, Waage haben wir schon. Giftmüllbehälter, das würde richtig für Vertrauen sorgen, glaube ich. Ach, das ist ja von der Größe. Da kriegen wir einiges unter mir, als ich dachte. Klimaanlagen brauchen wir diesmal. Ja, habe ich mir sagen lassen. Kriegen wir hin. Ebenso kriegen wir hier noch eine reingeballert. Müssen wir gleich mal gucken, wie das denn überhaupt aussieht, so im Großen und Ganzen. Teppich. Warte. Machen wir das so hier. Dann passt das auch mit den Nachbarn. Dann kriegen wir hier doch sicherlich auch noch mal ein kleines bisschen was untergebracht. Hey. Einmal hier und einmal da. Perfekt. Ungültige Wandplatzierung. Wo denn das? Ich weiß nicht, wo hier die ungültige Platzierung sein soll. Läuft doch eigentlich alles. Das läuft auch. Ich verstehe nicht, wo das Problem sein soll. Aber machen wir doch einfach mal hier. Das sieht hier so hässlich aus, aber wir haben mehr Nutzungskapazitäten dann. Aber wenn ich jetzt wüsste, was hier nicht funktioniert, ich weiß es doch nicht. Daran liegt es auch nicht. So, machen wir einfach mal dann hier den dahin und den dahin, den hier. Ne, es scheint alles soweit. Ich weiß nicht, wo das Problem liegt. Aktenschrank. Ach, okay. Ich erkenne das Problem. Ich muss einfach nur lesen können. Wir müssen Aktenschränke noch hinsetzen. Okay, das kriegen wir, glaube ich, gemacht. So, und schon haben wir es doch. Die Nische ausgenutzt. Werte Hörer, ich werde Ende nächster Woche zwangsgeräumt. Keine Ahnung warum.
Ich zahle immer rechtzeitig meine Miete, höre nicht laut Musik. Oh, da haben wir schon den ersten. Das Problem ist, wir haben kein Personal. Mit meinen Giftschlangen zu spielen. Ich habe immerhin das sollten wir am besten ändern. Hier, guck mal, den kriegen wir eingestellt. Es ist doch gar nicht mal so schwer, gutes Personal zu finden, wie man immer sagt. Will ich nicht. Ach du Scheiße. Will ich nicht. Will ich zwangsläufig einstellen. Garstig, verärgert andere Leute. Perfekt geeignet für einen Job. Nee. Positiv, hat Potenzial. Ja, komm, nehmen wir auch. Das klingt doch eigentlich nach Potenzial, die man ausschöpfen sollte. Dann brauchen wir eine tolle Station auf jeden Fall. Die tolle Station, die mache ich... hier so irgendwie rein. Nee. Alles mit der Ruhe. Und dann mit dem Ruck. Ich muss hier überhaupt erstmal das volle Potenzial ausschöpfen. Hey, wo sind die Betten? Ich will betten. So, was kriegen wir hin? Dann machen wir hier noch irgendwo eine drollige Waage oder sowas hin. Ne? So, zack. Da darf das alles hingebuddert werden. Oha. Wo können wir denn desinfizieren? Das ist hier die Frage. Nehmen wir hier so neben der Waage, warum nicht? Da kriegen wir sowas irgendwie hin. Yucca-Palme muss auch sein. Sowas können wir auch nochmal hinstellen. Vier Sterne, wir müssen ja nicht alles immer top machen. So, und für 5 Patienten, das muss ausreichen. Das irgendwo sind dann ja auch die Mittel begrenzt. Aber wenn wir hier schon gerade dabei sind, können wir eine Apotheke bauen. Ja, dann machen wir sogar hier ein bisschen größer. Einfach, weil wir es können. Dann können wir ja trotzdem Arzneischränke ohne Ende hinballern. So, machen wir das so hier. Wir haben auch hier irgendwie das hingeballert. Oh Mensch, ich bin heute so am Ballern irgendwie. So ein bisschen Ballermann-Stimmung bei mir. Klimaanlage muss gerne sein. Heiße Schokolade darf auch gerne sein. Nieder mit dem Kaffee hier mit der Schoggi. Süßigkeitenspender auch, wenn schon, denn schon. Die Yucca-Palme passt ebenso. Dann noch ein Schränkchen. Und dann werden natürlich wieder die guten alten Goldsternchens genommen. So, die auch nochmal hier so ganz uncharmant verstecken, was heißt verstecken, aber unterbringen. Heile 10 Patienten mit Kubismus. Das ist eine Zielsetzung auf jeden Fall. Damit kann man arbeiten auf jeden Fall. Und warum sage ich so viel auf jeden Fall? Das ist auf jeden Fall nicht so gut.
Boah, irgendwie müssen wir das dann aber besser nutzen können. Sonst sehe ich hier irgendwie schwarz. Verbaler Durchfall, Apotheke, ja, das ist in Ordnung. Damit können wir leben, damit können wir arbeiten. Damit können wir so einiges. Ich brauche neues Personal. Hält den U14-Rekord im Weitsprung. Joa, Glückwunsch. Was auch immer ich damit anfangen soll. Ah, wir brauchen etwas mehr Personal da. Dürfen wir nicht zu wählerisch sein. So, was ist denn in der nächsten Welle für uns da, ne? Das sind die wahren Fragen des Krankenhausalltages. Positiv, oh Mann. Oh, perfekt. Die nehmen wir. Ist auch noch günstig und glaubt an die Ironie, glaubt, dass dank der Ironie des Schicksals alle Glückszahlen eigentliche Pechzahlen sind. Bei mir ist es eher umgekehrt, dass ich die Pechzahlen gerne als meine Glückszahlen nehme, weil irgendwer muss ja davon profitieren. Reizbar, ja, perfekt, reizbar, aber charmant. Wenn das mal nicht gut ist, weiß ich auch nicht. Jetzt haben wir nur das Problem, dass offenbar mehr Personal hier ist als alles andere. Und die Gurken-Jenny ist hier irgendwie so ein bisschen am Abnippeln, habe ich den Eindruck. Na, da hat sie niedergerafft. Ist das nicht niedlich? Die stirbt und dann kommt diese Durchsage. Ach ja. Manchmal passt es einfach wie Popo auf Eimer. So, jetzt können wir hier so richtig schön ausschweifend so ein Gedöns hier machen. Machen wir mal hier so. Wobei, nee, machen wir das hier anders. Machen wir mal hier so. So, und dann haben wir hier so einen geilen Kamin. Oh, oh, oh. Wenn das nicht geil ist, weiß ich auch nicht. Es macht natürlich Wärme, aber es ist cool. Das machen wir auch mal hier so ein bisschen asymmetrischer. Jetzt die Frage, wie viele Punkte haben wir überhaupt gerade? 530. Heizofen. Temperatur, ja. Tut das auch der Kamin? Nein, glücklicherweise nicht. Erhöht Ausstattungslevel, steht da zumindest nur. So, hier haben wir natürlich für alles, was Worte nicht heilen können, haben wir Medikamente. So, da machen wir hier so was Schönes. Das kann auch noch irgendwie rein. Na gut, hier ein Kaffee ist, glaube ich, an dieser Stelle etwas sinnvoller. Die Yucca-Palme ist auch nicht schlecht. Hier kriegen wir sogar noch einen Schrank unter und dann stopfen wir alles wieder mal ein kleines bisschen aus, damit es schöner aussieht, als es eigentlich ist. Und zack. So wollen wir es haben. Ja, Eigennamen bleiben noch ein bisschen aus. Oh, da bräuchte ich eigentlich einen Awesome Hausmeister demnächst. Das ist auch nur Marketing hier. Ich brauche neues Personal. Gib mir neues Personal. Sonst streike ich hier. So, mal sehen, was diese Welle zu bieten hat. Oh, günstig. Ich weiß, es ist jetzt schon der vierte Arzt und wir haben viel zu wenig Sachen, aber es ist trotzdem geil. Das muss man ausnutzen eigentlich. Hier machen wir auch mal einstellen und wir haben niemanden, der Geister beseitigen kann.
gibt ihnen sogar. Das ist derzeit echt noch ein riesiges Problem, dass wir hier Geister rumgeistern haben. Aber da kümmern wir uns einfach mal beim nächsten Mal drum, wenn es wieder heißt Daddlezeit mit Two Point Hospital. Bis dann allerdings. Ciao, ciao.